Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Fahrradwerkstatt Lodder. Heute geht's weiter mit dem Canyon Sender Projekt. Ich habe Fett eingekauft. Die ganzen letzten Wochen habe ich hier und da immer mal einen Schnapper bei eBay gemacht, im Bikemarkt. Ein paar Sachen habe ich auch neu gekauft. Ja, welche Teile werden wir verbauen und warum? Darum geht's heute. Viel Spaß mit dem Video. Bevor man natürlich einfach wild irgendwelche Teile kaufen, muss man sich ja, bevor man so ein Bike aufbaut, ein paar Gedanken machen. Was will man mit dem Bike machen? Welche Anforderungen habe ich an das Fahrrad? Und dann muss das Ganze natürlich auch preislich, sage ich mal, in dem Rahmen liegen, wo wir uns überlegt haben. Tatsächlich ist es so, es soll preis-leistungsmäßig natürlich schon ein sehr gutes Rad werden. Also es soll jetzt nicht sein, einfach gönnen, egal was es kostet, bau rein. Das nicht. Es soll wirklich preis-leistungsmäßig ein Rad werden, wo man sagt, okay, für das Geld haben wir jetzt wirklich das Maximum rausgeholt, beziehungsweise es ist diesmal nicht so, dass ich gesagt habe, keine Ahnung, ich will insgesamt 2.500 Euro ausgeben, sondern ich will quasi für den Einsatzbereich, was ich damit machen will, die preis-leistungsbeste Komponente finden. Und so habe ich die Teile, sage ich mal, ausgewählt. Wir fangen mal mit dem Fahrwerk an, das habe ich, glaube ich, in vielen Videos jetzt schon angekündigt und habt ihr hier und da auch schon mitbekommen. Wir werden federgabeltechnisch eine Fox 40 Factory verbauen in 29 Zoll. Hier, schaut es euch an. Decals habe ich komplett neu gemacht, in Gold. Kompletten Federgabelservice haben wir auch gemacht. Dämpfer DHX2, auch übel einen Schnapper gemacht. 350 Euro, kein Schmatzen, ist gut. Aber ich werde jetzt über den Winter da auch nochmal einen Service machen und da wird es auch ein Service-Video zu geben. Wird aber noch ein bisschen dauern. Warum habe ich mich bewusst für das Modell 2019 entschieden? Es gibt ja mittlerweile auch den neueren DHX2 mit dem größeren AFP-Ausgleichsbehälter. Tatsächlich habe ich mich wegen zwei Gründen dagegen entschieden. Das eine war ein Preispunkt. Der Unterschied von dem Dämpfer auf den neuen DHX2, der ist wirklich nicht wirklich spürbar. Das sind wirklich sehr viele Kleinigkeiten, gerade so an der Optik. Der Dämpfer wurde halt einfach nochmal komplett überarbeitet, gerade durch diesen anderen AFP. Durch diesen anderen Ausgleichsbehälter hier. Und bei dem haben wir noch diese goldene Kolbenstange. Ja, und ihr kennt mich, goldene Kolbenstange. Da ist der Lodder mit zu kriegen, ne? Genauso wie die Fox 40 im Kashima gekauft worden ist. Ne? Lenker-Vorbau-Kombi, Raceface Atlas in diesem Cash Money. Richtig heftig, mit schwarzem Vorbau. Dieser Farbton mit dem Rahmen, mega Premium. Ansonsten Steuersatz, müssen das Ganze ja auch irgendwie einbauen. Werde ich von Cantweek den 40er Steuersatz einbauen. Den habe ich bisher in meinem alten Downhiller bin ich ihn gefahren. In meinem E-Bike fahre ich ihn aktuell. Ja, was soll ich sagen? Warum sollte ich einen anderen nehmen, wenn ich mit dem sehr zufrieden bin? Vor allem Preis-Leistung ist da wirklich top. Ihr zahlt für den kompletten Steuersatz. Unterer Teil, naja, sagen wir mal 35 bis 40 Euro. Also insgesamt 70 bis 80 Euro für einen kompletten Steuersatz. Und der taugt wirklich doppelt abgedichtet. Vernünftige Lage, da kann man nichts sagen. Weiter geht's im Fest. Womit machen wir weiter? Machen wir erstmal Bremse. Bremse ist natürlich immer, Bremse ist natürlich immer schwierig, ne? Schwierig. Man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja schon viel getestet, ich bin schon viel gefahren und deshalb habe ich mich bewusst für was entschieden, was ich noch nicht gefahren bin, aber sich im gleichen Sektor aufhält wie Magura MT7 und Shimano XTR 4 Kolben. Die beiden Bremsen teste ich ja gerade noch so ein bisschen und deshalb habe ich gedacht, wer fehlt im Bunde? Richtig, die Formula Cura 4. Gebraucht geschossen, Vorderrad plus Hinterrad. Bremsbeläge sind so gut wie 100, die müssen wir neu machen. Dann machen wir Galfa Pro rein, dann haben wir Ruhe. Und ja, mal gucken, wir werden halt mal schauen, wie sich die Cura so verhält. An sich bin sie in einem E-Bike schon mal gefahren. Das ist schon eine sehr geile Bremse. Also dieser Druckpunkt, sage ich mal, der ist ultra Premium. Die Frage ist aber, ob sie auch die Bremskraft hat, die wir am Downhiller brauchen. Das werden wir sehen. Die werden wir einfach mal verbauen und gucken, wie sie sich so macht. Ich meine, am alten Downhiller bin ich MT7 gefahren. Am E-Bike fahre ich aktuell MT7. An einem Slash halt die XTR. Kumpel von mir fährt XT4 Kolben. Auch eine sehr gute Bremse. Schauen wir mal, wie sich die Cura 4 so macht. Wo es natürlich jetzt noch wichtig wird, das sind zwei Sachen. Antrieb und Laufräder. Laufräder. Die meinen Channel so ein bisschen verfolgen, haben schon mitbekommen, was es werden wird. Die werden wir ja komplett selber einspeichen, weil ich ehrlich gesagt irgendwie nichts Vernünftiges gefunden habe, wo ich gesagt habe, das überzeugt mich wirklich. Und wenn, dann ist es trotzdem schon so teuer, selbst ich sag mal, als Werkstatt, wenn man es vergünstigt kauft,
wo ich sage, dann kann ich es mir auch gleich selber zusammenbauen und habe was richtig Geiles, was dann auch perfekt zum Bike passt. Und deshalb habe ich mich entschieden für die Hope Pro 5 Narbe am Vorderrad in Purple, passend zu unserem Rahmen, richtig geil. Natürlich dann auch passend dazu Purple Speichen Nippel, schwarze Speichen und die Reverse Black One Felge. Auch eine sehr, sehr geile Felge, extra gebaut für den härtesten Einsatz am Downhill. 35er Maulweite, hier mit diesem schönen, ja, was ist das? Einfach eine geile Farbe. Genau, ist eine Aluminiumfelge, macht eigentlich in den Tests einen sehr guten Eindruck und ist auch, sage ich mal, das, was der Hersteller dazu schreibt, klingt sehr vielversprechend für den Downhill-Einsatzbereich. Und jetzt haltet euch fest, der Lodder war schon fleißig. Wir hatten ja jetzt vor ein paar Wochen ein Video, wo ich irgendwas zum Thema Laufrad selber bauen gemacht habe. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne nochmal rein. Und das, der Teil 2 quasi zu dem Video, den werden wir jetzt bald noch drehen. Der wird quasi darum gehen, das Ganze selber einzuspeichen. Da erkläre ich euch das, wie man das einspeicht. Und ich erkläre euch das natürlich nicht an beiden Felgen. Das wäre ein bisschen Zeitverschwendung, weil es genau das gleiche. Deshalb habe ich die eine schon fertig gemacht. Und die kann ich euch heute gleich zeigen. Fertig schaut das Ganze dann nämlich so aus. Hinten habe ich mich für die Hope Pro 4 Narbe jetzt tatsächlich entschieden, aus zwei Gründen. Erstens, ich mag diese Narben nicht, die so viele Klicks haben. Also dieses mag ich gar nicht. Das muss richtig, das muss so knattern, weißt du? Und da ist halt die Pro 4 eigentlich so die perfekte Narbe für. Und ich habe sie bei eBay tatsächlich günstig bekommen in der passenden Größe für 80 Euro. Die ist so gut wie neu, wurde komplett überholt, lagerneu, passt alles soweit. Und das Freilaufgeräusch, muss ich sagen. Geil! Das liebe ich halt. Einfach geil. Also das ist wirklich sehr nice geworden, auch mit diesen purplenen Speichennippeln. Oh, mega geil. Genau, ist auch schon komplett fertig eingespeicht. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist den Freilauf tauschen. Dazu gleich noch ein bisschen was, wenn es um den Antrieb geht. Genau, aber ansonsten ist die Felge fertig. Ein wichtiges Thema, werde ich Schlauch oder Tubeless fahren? Ich werde erstmal Schlauch fahren, weil der Winter steht vor der Tür. Das heißt, das Rad wird nicht viel bewegt. Und ich muss sagen, wenn das Bike jetzt in der Off-Season eh nur rumsteht, da brauche ich keine Dichtmilch da reinkippen. Deswegen werden wir das Ganze erstmal auf den Schlauch ziehen. Und dann nächstes Jahr zum Saisonstart machen wir halt irgendwie noch Kaschkor rein, fett Tubeless-Reifen drauf und dann geht's richtig ab. Weiter geht's mit dem Antrieb. Oh, da habe ich auch lange überlegt. Oh, der Antrieb. Oh, das war ein Kampf. Oh, ich bin da aber auch echt komisch, ne? Ich bin da sehr komisch. Also grundsätzlich brauchen wir irgendwas sehr Stabiles. Das ist ja ein Downhill-Bike. Ja? Das muss was aushalten. Kein Carbon. Carbon mag ich an der Kurbel gar nicht. Da fühle ich mich einfach nicht sicher. Habe ich schon so viele gebrochene Carbon-Kurbeln gehabt. Da habe ich einfach kein ruhiges Gewissen, wenn ich dann irgendwie mit so einer Carbon-Kurbel rumfahre. Ja, und es gibt tatsächlich gar nicht so viele geile Downhill-Kurbeln, weil die meisten, die es so gibt, die auch preiswert sind, finde ich halt irgendwie nicht schön, so, keine Ahnung, diese, was gibt's da von Tour Tief und wie die alle heißen, das überzeugt mich irgendwie nicht. Dann habe ich Gebrauch geguckt, so E13, diese LG1 Downhill-Kurbeln, die fand ich immer richtig geil, aber die gibt's halt so nicht mehr, wie man sie damals sie gab. Und wir brauchen halt 83 mm Standard, weil das ist halt Downhill-Tretlager. Das heißt, wir brauchen halt auch speziell eine Kurbel mit einer 83er Welle. Ja, und dann habe ich wegen rumgeguckt und dann hat mich nichts überzeugt. Und dann dachte ich mir, ach, Mano, und das muss ja auch gut aussehen. Also habe ich mir gedacht, müssen wir was Neues kaufen. Und da habe ich tatsächlich keine Kosten gescheut. Ich habe mir von Graceface die neue Atlas-Kurbel rausgelassen. In Schwarz, in Kombination mit einem Purple Kettenblatt. Wir packen das Ganze mal aus. Oh, geil. Das ist übrigens dieser neue Chin-Standard. Kannst du quasi hier einfach mit so einer großen Verschlussmutter dann draufschrauben. Und dann schaut das Ganze so aus. Mmh. Ho, geil. Ja, Leute. Und das überzeugt mich dann wirklich. Ne? Das haut mich vom Hocker. Ja, was soll man da sagen? Ne? War echt nicht billig. Also wenn du das so, die Kurbel mit dem Kettenblatt und dem Innenlager... Oh, da kann ich wahrscheinlich 2 GX Downhill-Kurbeln von kaufen. Aber egal, das kaufen wir einmal und dann haben wir das. Und es sieht halt einfach auch ultra geil aus. Es sieht ultra geil aus. Wirklich
Ultra geil. Ultra geil. Premium. So, dann natürlich das passende Inlager dazu. BSA Standard. Wir haben ja Gewinde in dem Rahmen. Kein Presskit. Finde ich auch gut. Mag ich gar nicht. Der Trend geht tatsächlich auch wieder zu BSA. Mal schauen, wann wir gar nichts mehr pressen. Gucken wir mal. Genau, auf jeden Fall ein passendes Inlager dazu von Raceface. Auch 83 mm Gehäusebreite. Fetzt. Geht's natürlich weiter. Wir müssen ja auch irgendwie eine Kette und wegen Schaltung und alles ran. Und da tatsächlich ist ein Downhiller. Wie oft schalte ich da? Da habe ich jetzt nicht so viel Geld ausgegeben. Ich habe die einfache PG720er Downhill-Kassette gekauft. Also nicht diese ultra teure mit XT-Freilauf für 200 Tacken, sondern die einfache. Die kostet, glaube ich, 30 oder 40 Euro. Siebenfach, also sieben Gänge. In Kombination mit dem GX Downhill Schaltwerk und dem GX Downhill Schalthebel dürfte das Ganze auf jeden Fall gut funktionieren. Wie gesagt, da machst du nichts falsch. Und es ist halt nicht teuer, wenn es doch mal im Schaltwerk wo hängen bleibst und dir fetzt es komplett ab. So ein GX Downhill Schaltwerk kriegst du wahrscheinlich für unter 100 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Preis ist. Und dann testweise, ist ja, die Kassette ist ja schwarz, ne? Kettenblatt ist purple. Probiere ich mal was aus. Ob das wirklich geil ist, weiß ich nicht. Ich habe mir von KMC diese schwarze Kette bestellt. Es ist ja so, dass du bei der GX Downhill Schaltung, die hat ja 7 Gänge, du brauchst aber eine 11-fach Kette, weil die Abstände von den Ritzeln sind quasi 11-fach. Und deshalb von KMC gibt es halt für 11-fach eine schwarze Kette. Es wird geil ausschauen. Die Frage ist, wie lang ist das schwarz? Weiß man nicht. Sollen wir uns mal angucken. Also, das werde ich halt mal ausprobieren. Ich meine, am Downhiller trittst du halt auch nicht so viel. Mal gucken. Also, man wird sehen dann im Langzeittest. Ne? Aber so grundsätzlich erstmal wird es sehr geil ausschauen. Ne? Leute, Purple Kettenblatt, schwarze Kette, schwarze Kassette. Eigentlich wollte man doch ein Bike zum Ballern bauen und nicht eins, was übel gut ausschaut. Was mache ich hier eigentlich? Naja, halt ein geiles Bike bauen, ne? Ja, ihr kennt das, die Downhiller, die wissen das. Das sind alles so Details, ne? Naja, dann haben wir hier noch die Tech Metals T3 Pedalen. Die habe ich tatsächlich in meinem anderen Downhiller eine halbe Saison lang gefahren. Die sehen noch richtig gut aus. Da habe ich gesagt, ach komm, das andere Radl bewegst du nicht mehr so oft. Da habe ich so noch ältere, nimmer schöne Alu-Pedalen von mir rangeschraubt. Und an meinen Sender kommen dann jetzt die Tech Metals T3. Auch sehr schicke Pedalen. Viele Pins, Plastikpedalen, wenn es da mal irgendwo aufschrammst, ist nicht gleich irgendein Lack ab oder so. Die bleiben auch schwarz, weil die sind ja komplett durchgängig schwarz. Ja. So viel zu den Teilen fürs Canyon Sender Projekt. Wie geht's jetzt weiter? Klar, wir werden das alles einbauen müssen und irgendwann werden wir auch, wenn das Bike irgendwann mal fertig ist, damit fett ballern gehen. Nächstes Video wird Fahrwerk einbauen sein, Dämpfer einbauen. Da kann ich euch dann auch nochmal meine speziell entwickelte Dämpferaufnahme zeigen. Und klar, Federgabel müssen wir Steuersatz einpressen, Steuersatzspiel einstellen, die Kronen müssen wir richtig einstellen, Lenker und Vorbau können wir dann in dem Zuge auch ranbauen. Wird jetzt nach und nach alles kommen. Wir müssen auch noch ein bisschen den Rahmen vorbereiten. Ich muss auf jeden Fall die Bremsleitung noch unten verlegen und eine Schaltzugseilleitung, die werde ich auch noch verlegen. Ich denke aber, das ist nicht so interessant, das werde ich heute Nachmittag mal in Ruhe machen. Und wir sehen uns dann wieder bei dem Projekt beim Einbau vom Fahrwerk. Bis dahin, viel Spaß mit anderen Videos. Macht es gut. Servus.